In diesem Video ziehen wir uns unsere Handschuhe aus. Mein Name ist Jana und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Videos zum Mittanzen für mehr Sinnlichkeit in deinem Alltag. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und ja, im heutigen Video ziehen wir uns unsere Handschuhe aus. Es gibt ja unzählig viele Möglichkeiten, sich so einen Handschuh auszuziehen. Und im heutigen Video zeige ich dir eine Möglichkeit. Los geht's! Okay, lass uns anfangen. Ich habe mir jetzt hier meine Handschuhe angezogen. Und diese Handschuhe bekommst du ja in allen möglichen Farben bei ganz großen Online-Versandhäusern. Zum Beispiel das Versandhaus mit dem großen A oder das mit dem E. Und ja, die sind auch gar nicht so teuer und sehen wirklich schick und edel aus. Und es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich einen Handschuh auszuziehen. Und in diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit. Und hier oben in diesem Video, ja, zeige ich dir auch eine andere Möglichkeit. Ja, okay, also dann zieh dir deine Handschuhe an und los geht es. Du stellst dich in eine elegante Pose, das heißt, du drehst mit deinen Fußspitzen 45 Grad nach außen und jetzt stellst du den äußeren Fuß hier auf. Ja, und stell diesen Fuß wirklich dicht am anderen Fuß, nicht hier irgendwo hin, sondern dicht am anderen Fuß. Dein Knie ist hier über deinem anderen Knie, also nicht so, sondern so. Du hast hier eine schöne Kurve, du richtest dich auf, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne, dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Genau, und jetzt packst du deine Hände in die Hüfte. Okay, und jetzt wackeln wir einfach mal ein paar Mal mit der Hüfte. Das ist sozusagen unser kleines Intro. Und jetzt ziehen wir den Handschuh aus. Wenn wir einen Handschuh ausziehen, dann besteht das Ganze immer aus drei Schritten. Der erste Schritt ist den Handschuh präsentieren. Der zweite Schritt ist dann den Handschuh ausziehen. Und der dritte Schritt ist dich vom Handschuh verabschieden und ihn wegwerfen. Ja? Also es geht los mit Schritt 1, Handschuh präsentieren. Dazu machst du eine schöne Pose. Und nimmst deinen Handschuh nach oben. Also, und jetzt streichelst du mit der anderen Hand einmal über diesen Handschuh. Ja, und dafür nimmst du auch deinen linken Arm nach oben. Ja, also einmal nach oben. Und jetzt streichelst du genüsslich einmal über diesen Handschuh und genießt es wirklich, ja, wie schön und edel dieser Handschuh ist. Jetzt Schritt 2. Handschuh ausziehen. Du nimmst jetzt deinen rechten Handschuh so schräg über deinen Kopf. Ja, nicht so dein Gesicht damit verdecken und auch nicht so zu weit weg, sondern so schräg über deinen Kopf. Hältst hier wirklich ja den Arm schön gerade, also hier nicht irgendwie mit dem Handgelenk wegknicken und deine Finger hier sind schön lang und gestreckt. Und jetzt ziehst du mit der anderen Hand den Handschuh Finger für Finger aus. Also 1, 2, 3 und setz auch immer wieder in einer großen Bewegung an. Also hier wirklich eine große Bewegung und nicht einfach hier nur so klein bleiben damit, sondern immer in einer großen, eleganten Bewegung. Und ja, genau, jetzt habe ich noch was Wichtiges vergessen zu sagen. Du ziehst dann praktisch immer so ein bisschen hier an den Fingern, so dass jetzt hier
die Finger locker sind, damit du jetzt einen Finger greifen kannst. Und jetzt ziehen wir den Handschuh vom Arm. Und damit du den Handschuh besser kontrollieren kannst und er dir nicht einfach so jetzt vom Arm rutscht, öffnest du hier im Handschuh deine Finger. Und jetzt Schritt für Schritt langsam. So, und jetzt kommt Schritt 3. Verabschieden. Dafür drehst du den Handschuh hier einfach ein paar Mal vor deinem Körper, wirfst deinen Handschuh weg und machst eine schöne Schlusspose. Wenn du deinen Handschuh wegwirfst, wirf ihn wirklich weg und nicht dir hier direkt vor die Füße, sodass du da nicht womöglich noch drauf trittst auf deinen schönen Handschuhen. Ja? Okay, ich ziehe mir jetzt diesen Handschuh nochmal an. Wir machen das Ganze nochmal. So. Okay. Also, es geht los mit unserer Anfangspose. Füße 45 Grad nach außen, ein Bein aufstellen, wirklich hier dicht am Fuß, das Knie über das andere Knie, schöne Kurve aufrichten. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne, langer Hals und der Kopf wird nach oben gezogen. Pack deine Hände an die Hüfte und jetzt wackel ein paar Mal mit der Hüfte. Okay, dann kommt jetzt Handschuh präsentieren. Dafür nimmst du jetzt wieder deinen rechten Arm nach oben. Hältst diese Pose für 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, jemand schießt hier ein Foto von dir. Und jetzt streichelst du mit deiner linken Hand einmal über diesen Handschuh und nimm dazu wirklich den Arm hier auch nach oben. Also sprich so von außen nach oben und nicht einfach so hier so nach oben, sondern hier von außen nach oben und streiche über deinen eleganten Handschuh. Jetzt nimmst du deinen rechten Handschuh schräg über deinen Kopf und ziehst ihn mit deiner linken Hand Finger für Finger aus. Also 1, 2, 3, 4. Greifst dir einen Finger, öffnest die Finger im Handschuh, ziehst den Handschuh langsam hier vom Arm, verabschiedest dich vom Handschuh, wirfst ihn weg und Schlusspose. Okay, das Ganze jetzt noch einmal mit Musik. Und wenn du dich fragst, zu welcher Musik du denn das Ganze überhaupt tanzen kannst, dann habe ich dir hier unter dem Video eine Playlist von Spotify verlinkt und in dieser Playlist habe ich dir all diese richtig tollen Burlesque-Lieder gepackt. Ja, also diese Lieder sind wirklich super und es macht einfach glücklich, die zu hören. Leider darf ich sie hier nicht auf YouTube verwenden, aber wenn du sie dir anhören willst, hier auf Spotify in der Playlist. Okay. Ja, das war eine Möglichkeit, sich einen Handschuh auszuziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen und das hilft auch mir und meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, freue mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Jana.